Herzlich willkommen hier bei BusinessGadgets.net. Mein Name ist Tillmann und heute zeige ich euch mal wieder ein Produkt aus dem Hause Kawai. Dieses Mal ist es keine iPhone-Hülle, sondern ein Portemonnaie. Wie üblich in der typischen Kawai-Verpackung. Hier die Tüte mit dem Schriftzug, den unterschiedlichen Produktabbildungen. Hier auf der Rückseite haben wir noch einmal den Aufkleber mit der Produktbezeichnung. Es handelt sich hierbei um das Kawai Wallet Munich in der Farbe Cognac. Machen wir das Ganze einmal auf und schauen einmal hinein. Dann fällt uns wie üblich ein kleines Begleitheftchen in die Hände. Das Produkt ist wie immer in dem Papier eingewickelt. Wir schauen einmal kurz in das Begleitheftchen rein. Das sollten wir aber schon von anderen Produkten her kennen. Wir haben hier die unterschiedlichen anderen Produkte, die es bei Kawai zu kaufen gibt. Hier das Tokio, das habe ich euch auch schon gezeigt. Das Miami werden wir in Zukunft sicherlich mal zeigen dürfen und auch diverse iPad-Hüllen, die ihr hier schon gesehen habt. Wenn ich jetzt das Produkt hier einmal aus dem Papier auspacke, dann fällt uns ein Echtleder-Portemonnaie in die Hände, was so aussieht und auf der Rückseite so ist. Das Ganze wird hier mit der Lasche gehalten und dem Druckknopf. Das kann man hier so aufklappen, dann kann man hier 1, 2, 3 Geldkarten reinstecken. Hier haben wir auch nochmal 3 Fächer. Und hier vorne auch nochmal 3 Fächer. Das heißt, man kriegt 9 Stück unter. Und hier haben wir dann Fächer für Geldscheine oder Quittungen, die man halt mitnimmt. Ich habe jetzt hier mal einige Karten vorbereitet. Können wir uns mal anschauen, wie das aussieht. Ich stecke jetzt hier mal meine Regis-Karte rein. Dann die Presseausweise. So, das sind jetzt mal exemplarisch 4 Karten. Wie man sich hier sicherlich schon denken kann, selbst bei 4 Karten, da wird das Ganze schon schnell unheimlich dick. Was ein bisschen schade ist, ist dieser Druckknopf, der trägt das unheimlich dick auch noch auf. Wie ihr sehen könnt, ist ja doch ein gewisser Abstand zwischen dieser Lasche und dann hier diesem Kartenfach. Aber wenn man das Ganze jetzt beispielsweise mit einem Magneten macht, ist das ja schlecht, weil Magnet und Plastikkarte, das verträgt sich nicht. Aber hier muss man mal wirklich überlegen, ob man nicht doch einen anderen Weg findet, weil ich würde mal sagen, dieses Portemonnaie trägt man klassischerweise in der vorderen Tasche oder in der Seitentasche vom Jackett. Und dann hat man hier doch etwas, was das Ganze noch dicker macht. Das finde ich ein bisschen schade, aber es ging wohl nicht anders. Ja, das soll es jetzt mit dem Unboxing des Kawai Munich in Cognac gewesen sein. Wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert diesen Kanal.